بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute fahren wir fort, liebe Geschwister, mit dem islamischen Benehmen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Unterrichtsreihe. Ich hoffe, dass die Geschwister bi'idhnillahi ta'ala sich die ganzen Informationen aufschreiben, weil man wird sich nicht alles merken können, so dass man auch danach handeln kann, weil wir machen diese Reihe nicht aus Spaß, sondern damit man auch das umsetzt, was uns der geliebte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Deswegen, ja Ikhwa, das sind viele Informationen teilweise, aber wir sollten das bi'idhnillah ta'ala beherzigen und wissen, dass das unser Lebensweg ist. Es geht hier um unser Lebensweg, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns diese Informationen merken, insha'Allah. Die Unterrichte sind alle im Netz verfügbar. Ein Bruder sammelt sie und sie sind auf unserer Facebook-Seite. Wir werden sie aber auch noch, inshallah, dann auf unserer Sirat-Seite bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben in der Dunya und in der Akhira. Heute, inshallah ta'ala, sprechen wir über das islamische Benehmen im eigenen Haus. Über das islamische Benehmen im eigenen Haus. Die erste Benimmregel: Wenn man sein Haus betritt, dann grüßt man. Man grüßt. Unabhängig davon, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Man grüßt und sagt Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nur in der Ayah 61: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Und wenn ihr eure Häuser betritt, so grüßt einander einen schönen Gruß, gesegneten Gruß von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Person, er kommt herein, keiner ist da, er sagt was? Assalamu alaikum. Das ist der Gruß, bi'idhnillah ta'ala. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses im Koran beigebracht, auf das wir dieser Sunnah folgen, liebe Geschwister. Und es wird berichtet von Jabir ibn Abdullah, يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله er hörte den Gesandten صلى الله عليه وسلم den Propheten sagen إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ما من ببيت ولا عشاء هاهنا. Wenn jemand sein Haus betritt und er sagt Bismillah, er sagt Bismillah, indem er Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, so sagt der Shaitan, heute gibt es für euch heute kein Essen hier in diesem Haus und keine Übernachtung. Es gibt für euch in diesem Haus keine Übernachtung und kein Essen. وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتِ وَالْعَشَاءِ. Wenn er aber Allahs nicht gedenkt beim Eingehen in seinem Haus, beim Hereingehen in seinem Haus, dann sagt der Shaitan, das ist für euch heute eine offene Stätte, ihr könnt hier übernachten und essen. Und hier sehen wir aus diesem Hadith heraus, liebe Geschwister, dass der Shaitan Anteil nehmen kann an Dingen in unserem Leben. Und natürlich ist unsere Aufgabe als Muslime, die Häuser reinzuhalten. Reinzuhalten vor wem? Vor den Shayatin. Und wir haben auch darüber schon gesprochen. Wenn man in seinem Haus ist, wenn man in seinem Haus ist, dann soll man auch was nicht tun, damit man die Shayatin anzieht. Was soll man nicht tun? Bitte? Bilder hängen. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim, لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة و Nee. Kalb, richtig. Die Engel betreten keine Wohnung, in der ein Bild hängt. Ein Bild von was? Von Bäumen, von Landschaften, von Flüssen? Hm? Von Lebewesen. Bedeutet Menschen oder
Tiere, Menschen oder Tiere. Und was ist dabei das Entscheidende? Das Gesicht. Das heißt, das Gesicht darf nicht deutlich erkennbar sein. Es gibt diese Bilder, vielleicht kennt ihr die von Mekka. Da gibt es so kleine Menschen da drauf, aber die sieht man nicht, die sind nicht gemeint. Ein deutliches Gesicht von einem Tier oder von einem Menschen, dieses ist verboten. Damit ziehen wir die Schayatin in unser Haus herein, liebe Geschwister. Deswegen, wenn du Bismillah sagst, wenn du hereingehst in deine Wohnung, der Shaitan, musst du dir symbolisch vorstellen, prallt gegen die Tür. Er sagt dann zu den Leuten, heute gibt es keine Übernachtung für euch in dieser Wohnung und auch kein Essen. Sie nimmt teil, indem sie schlafen bei uns, wenn wir ihnen auch die Gelegenheit geben. Und sie essen sogar mit uns. Und sogar, es gibt auch ein Dua beim Geschlechtsverkehr, wenn man den nicht sagt, sagen manche Gelehrte, die Bedeutung davon ist, dass er auch einen Anteil am Geschlechtsverkehr hat. So wie er auch einen Anteil am Essen und am Trinken hat. Und das ist die Sache, liebe Geschwister, dass wir das verstehen, damit wir unsere Häuser reinhalten. Denn tatsächlich, und bei Allah, die Häuser der Muslime sind gefüllt mit Schayatin. Überlegt mal nur, wie viele hängen ein Bild zu Hause. Und subhanallah, was ist das für ein Nutzen, dass man ein Bild hängt? Man wird traurig, deprimiert und so weiter und so fort. Unsere Gelehrten sagen, das Beste, was du für einen Toten machen kannst, ist was? Sein Bild an die Wand hängen oder Dua für ihn zu machen? Dua für ihn zu machen. Was hast du davon, dass du sein Bild hinhängst? Deswegen, ja, sollte man das in jedem Fall vermeiden. Denn dadurch, dass du ein Bild hängst oder vielleicht sogar einen Hund zu Hause hast, und das ist auch ganz normal geworden, ein Bruder sagt zu mir, er sieht immer mehr Frauen mit Hijab, die mit einem Hund rumlaufen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und auch Brüder, die Hunde haben, von denen ich erzählt bekommen habe, yani, wenn ein Hund in deinem Haus ist, dann wird das ein Qirat von deinen guten Taten nehmen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, was ist ein Qirat, sagte er, so viel wie der Berg von Uhud an Hasanat. Überlegt, der Berg von Uhud ist 7 Kilometer lang und stellenweise 3,5 Kilometer breit. Das heißt, so viel an guten Taten werden dir genommen, wenn du so einen Hund zu Hause hast. Ein Hund zum Spiel und Spaß. Wir meinen nicht einen Hund, der ein Jagdhund ist oder der auf die Schafe aufpasst oder vielleicht sogar einen blinden Hund oder sonstiges. Wir meinen damit einfach so, du bist mein Freund. Okay? Wie wir das in der heutigen Zeit sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wallah, ich habe gehört von einer Kafira, die ist mit einem Muslim zusammen. Und sie schickt ihn immer raus, Gassi gehen mit ihrem Hund. Möge Allah azawajal uns nicht in der Dunya erniedrigen und auch nicht in der Akhira. Allahumma amin. Das heißt, liebe Geschwister, unsere Aufgabe ist es, dieses von der Wohnung zu schaffen. Und daher, wenn du reinkommst, sagst du Assalamu alaikum. Und was noch? Was haben wir gelernt? Bismillah. Und noch weiter. Es gibt viele Leute, die haben Probleme zu Hause mit ihrer Frau, mit ihren Kindern, mit Familienprobleme. Ein Grund ist, dass sie hereinkommen und nicht grüßen. Abu'l-Bara, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Höre diese Überlieferung an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya bunay, idha dakhalta ala ahlik, fasallim yakunu barakatan alayka wa ala ahli baytik. Er sagte zu Anas ibn Malik radiallahu anhu, zu dem kleinen Jungen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du in das Haus deiner Familie hereinkommst, dann grüße. Grüße, was meinen wir mit Grüße? Dass du sagst, Assalamu alaikum. Dieses ist segensreich, es wird ein Segen für dich sein und für deine Familie. Das heißt, Allah wird den Segen zwischen dir und deiner Familie herstellen. Subhan al-Malik. Dadurch, dass du gesagt hast, Assalamu alaikum. Diese Überlieferung ist bei Tirmidhi und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat sie in At-Targhib wa At-Tarhib als Hasan klassifiziert. Und dann gibt es eine Überlieferung, Wallahi al-Azim,
sie nimmt einem Menschen den Verstand. Und vielleicht hören manche Leute diese zum ersten Mal, diese Überlieferung, und sie ist mit so einem gewaltigen Lohn verbunden, dass wir nur sagen können, warum ist uns so eine Überlieferung überhaupt nicht in den Sinn gekommen? Warum haben wir sie bis jetzt nicht gefunden? Wer findet, der sucht. Derjenige, der sucht nach den guten Taten, so wird er sie finden. Und auch eine sehr leichte Tat, keine große Tat. Du sagst einfach, Assalamu alaikum. Jetzt haben wir dieses schon wiederholt. Aber noch mehr Segen und noch mehr Segen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun kulluhum daminun ala Allahi azza wa jal. Drei Leute haben bei Allah azza wa jal eine Garantie. Eine Garantie für was? Das ist das Entscheidende, wofür sie eine Garantie haben. Sie haben eine Garantie, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sünden vergibt. An yaghfira lahum dhunubahum. Dass Allah azza wa jal ihnen ihre Sünden vergibt. Und dass Allah azza wa jal ihre Angelegenheiten gut macht, sie übernimmt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie in das Paradies hereingehen lässt. Allahu Akbar. Welche drei Sachen, was haben wir gesagt? Erstmal, Allah vergibt ihnen die Sünden. Zweitens, er macht ihre Angelegenheiten gut, er übernimmt ihre Angelegenheiten, er reicht ihnen aus, subhanahu wa ta'ala. Und drittens, er lässt sie wo eingehen? In das Paradies. Jetzt hört mal, was dieser Mann macht. Was muss er machen? 50 Länder bekämpfen? Hört zu. Er sagte, alayhi salatu wassalam, Rajulun dakhala baytahu bisalam. Eine Person kommt in sein Haus herein und sagt, Assalamu alaikum. Das ist alles. Das ist alles. فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. So hat er die Garantie bei Allah عز وجل. Dass Allah, ich wiederhole, ihn seine Sünden vergibt, ihn alle Angelegenheiten gut macht, sich um seine Angelegenheiten kümmert und in das Paradies eingehen lässt. Aber es gibt Leute, die auch dafür zu faul sind. Das heißt, liebe Geschwister, was wir daraus lernen, erstmal, dass du, wenn du hereinkommst, Assalamu alaikum sagst. Sagt man, wer ist denn da? Da braucht niemand zu sein. Du sagst Assalamu alaikum. Und eine Sunna ist es, die wir aber von Ibn Umar überliefert bekommen haben, dass wenn niemand da war in der Wohnung, dann sagte er Assalamu alaikum. Und er sagte, was wir im Tashahud sagen, wer kann mir das sagen? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Das braucht ihr nicht mal zu lernen, weil das könnt ihr schon. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. So wurde von Ibn Umar radiallahu anhu authentisch überliefert. Das heißt, du sagst Assalamu alaikum, Bismillah, das alles bevor du oder wenn du an der Schwelle bist. Und dann sagst du noch was? Richtig. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Okay? Das, wenn keiner, aber wenn jemand drin ist, dann sagst du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, damit du auch die vollen 30 Hasanat bekommst. Was ist dein Lohn dafür, dass du diese wenigen Worte gesprochen hast? Allah schafft Segen zwischen dir und deiner Familie. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir die Sünden. Allah macht deine Angelegenheiten gut. Allah lässt sich in das Paradies eingehen. Willst du noch mehr? Was will ein Mensch mehr? Das ist, wenn wir hereinkommen in die Wohnung, liebe Geschwister. Die zweite Benimmregel, wenn wir herausgehen, sagen wir auch ein Dua. Abul Bara, es gibt so viele Ad'iyah, ich kann mir die nicht alle merken. Wie hast du dir die Lieder damals gemerkt? Wie hast du dir die Szenen im Fernsehen damals gemerkt? Jetzt sagt er das, dann sagt er dir, und jetzt sagt sie das, und jetzt sagen beide das. Ich meine, subhanallah, bevor du so einen Schwachsinn lernst, dann lerne Dua, was dich in das Paradies hereinbringt. Wenn wir herausgehen aus der Wohnung, sagen wir, Bismillah, ich habe mich auf Allah verlassen und es gibt keine Macht und Kraft außer durch Allah. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Anas ibn Malik, radiallahu an, anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, qal. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Wir sagen das nochmal. Bismillah, تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. يُقَالُ حِنَئِذٍ.
dann sagt ein Rufer vom Himmel. Er sagt, Hudit wa kufit wa wuqit. Subhanallah, einer vom Himmel ruft dann aus, von den Geschöpfen Allahs Azza wa Jal. Du wurdest recht geleitet, du wurdest recht geleitet und das hat dir genügt, was du gesagt hast und Allah schafft einen Schutz zwischen dir und den üblen Geschöpfen von den Menschen und von den Dschinn. Allah leitet dich recht zu deinen Allah leitet dich recht zu dem guten Weg. Was auch immer du machst, du gehst raus als ein Rechtgeleiteter. Und du gehst raus als jemand, der seine Angelegenheiten in die Hände Allahs gegeben hat. Allah passt auf dich auf, subhanahu wa ta'ala. Und, was ist das Letzte, was haben wir gesagt? Wuqid, du bist geschützt vor dem Übel von den Wesen, von den Menschen und von den Dschinn. Und schaut, subhanallah. So heißt es im Hadith weiter, liebe Geschwister, nachdem er gesagt hat, Hudid, wa kufid, wa wuqid, fatatanaha lahu ash-shayatin, dann werden sich die Shayatin von ihm entfernen, fayaqulu lahu ash-shaytan, fayaqulu ash-shaytan lil-akhar, dann sagt ein Shaytan zum anderen, ein Shaytan will dich dann angreifen, oder will dir Schlechtes tun, oder will irgendetwas bewirken, dass du einen Schaden erlangst. Dann sagt der eine Shaytan zum anderen, كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ. Wie willst du an eine Person herankommen, der rechtgeleitet wurde und den seine Angelegenheiten in die Hände Allahs gegeben wurde und dies genügt ihm und der einen Schutz vor uns darstellt. Du brauchst es erst gar nicht zu versuchen, geh wieder nach Hause und mach was anderes. Allahu Akbar. Und so bist du geschützt, o Diener Allahs. Das ist der wahre Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wisse, dieser Schutz, den brauchen wir. Wallahi, wie viele Shayatin gibt es? Lass mal die richtigen Shayatin unter den Menschen. Die versuchen, dir Übel anzutun. Die dritte Benehmregel. Wer kann, soll sich ein großes Haus kaufen. Oder soll ein großes Haus anmieten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie von Ismail ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, an Abihi, an Jaddihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min as-sa'ada. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte vier Dinge, die zur Glückseligkeit gehören. Was heißt die zur Glückseligkeit gehören? Sie verschaffen dir ein glückseliges Leben, ein komfortables Leben in dieser Dunya. Al-mar'atu as-saliha, das ist die rechtschaffene Frau, in der Tat, eine rechtschaffene Frau schafft dir viel Ärger vom Hals. Nur der Bruder, der ein bisschen rezitiert, bitte, weil wir gerade einen Unterricht machen, sagt Lachena. Eine rechtschaffene Frau. Was ist der Nutzen von einer rechtschaffenen Frau? Der Nutzen ist gewaltig. Könnt ihr euch nicht erinnern, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Khadija verheiratet war? Wie sie zu ihm gesprochen hat, wie sie ihn aufgemuntert hat, wie sie in schweren Zeiten, als er Jibril alaihi salatu wasalam gesehen hat, wie sie ihn immer wieder motiviert hat, weiterzumachen. Als er gemerkt hat, dass es eine Riesenlast, diese Dawa, so hat sie ihn dazu ermuntert, immer weiterzumachen. Subhanallah. Das ist eine rechtschaffene Frau. Und über die Salaf wird berichtet, manche waren verheiratet mit einer Frau. Sie sagten, es kam mir so vor, als ob sie nie geschlafen hat. In der Nacht hat sie gebetet und der Mann hat manchmal keine Geduld gehabt, so hat sie Wasser genommen und in sein Gesicht hereingespritzt, dieses Wasser. Überlegt mal heute, eine Frau spritzt dir Wasser ins Gesicht, damit du mit ihr Qiyamul Layl betest. Ich vermute gut von euch, ich denke, es wird nur ein blaues Auge sein, richtig? Dieser Mann hat gesagt, Wallahi, ich habe mich geschämt, dass meine Frau mehr leisten konnte als ich. Das waren Frauen, die haben in der Nacht gelebt, in der Nacht nicht vor Facebook und vor Filmen und vor Shaitanflix, wie heißt diese Dings hier? Netflix. Ja, das ist das, was wir heute sehen. Diese Frauen haben Qiyamul Layl gebetet, haben ihre Zufriedenheit in der guten Beziehung zu Allah Azza wa Jal gesucht. Das ist eine rechtschaffene Frau. Wenn du traurig bist, macht sie dich glücklich. Und wenn du zornig bist, dann provoziert sie dich nicht weiter wie andere Frauen.
Und wenn sie sieht, dass du einen schlechten Tag hattest, dann versucht sie, dich wieder zum Lachen zu bringen. Das ist eine gute Frau. Deswegen die Frau, die rechtschaffen ist. Wal maskanu al wasa. Und ein großes Haus. Und ein großes Haus. Denn tatsächlich, stellt euch vor, man hat eine große Familie und lebt in einem kleinen Haus, in einer kleinen Wohnung. Das ist deprimierend. Und das ist auch sehr schwer und sehr anstrengend, weil alle sich irgendwie auf der Pelle liegen. Aber wer ein weites Haus hat, das ist komfortabel. Das heißt, das sorgt dafür, dass man Glückseligkeit in der Dunya hat. Und dann, liebe Geschwister, wal jaru salih, ein guter Nachbar. Und wie viele Nachbarn, a'udhu billah, können dir dein Leben wirklich verderben? Warum? Weil sie ständig versuchen, mit dir in den Clinch zu gehen. Aber stell dir vor, ein guter Nachbar, du bist nicht da, er passt auf dein Haus auf. Nicht er bricht in dein Haus rein, ja, wie unsere Leute, während du weg bist, sondern er passt auf dein Haus auf. Und wenn irgendwas passiert, dann kommt er zu dir und sagt dir, dieses und jedes ist passiert. Das alles ist ein Vorzug. Wal markabu al-hani und auch ein angenehmes Transportmittel. In dem Fall Reittier, liebe Geschwister. Das heißt, das gehört alles zum was? Zum guten, komfortablen Leben. Was wäre das Reittier heute? Reitet ihr mit dem Tier durch die Gegend oder mit dem Auto? Das wäre ein Auto, zum Beispiel ein blauer Mazda oder sonstiges. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer in der Dunya und in der Akhira versorgen. Dann, liebe Geschwister, was man auch im eigenen Haus machen sollte, was den Männern nicht gefällt, man sollte im Haushalt mithelfen. عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهلي سبحان الله schaut mal wonach die Salaf gefragt haben. Sie haben Aisha radiallahu anha gefragt, was hat der Prophet sallam in seinem Haus gemacht? Warum? Weil sie wollten nicht nur wissen, was er draußen gemacht hat, sie wollten auch wissen, wie er zu Hause gewesen ist. Denn viele Leute kümmern sich nur darum, wie sie draußen sind, wie sie vor den Menschen sind. Und zu Hause machen sie Katastrophen. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Was hat der Prophet sallam zu Hause gemacht? قالت عائشة رضي الله عنها كان في مهنة أهلي أي في خدمة أهلي فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Sie war im Dienste seiner Familie. Er hat seiner Familie geholfen. Er hat, alayhi salatu wassalam, seiner Familie geholfen. Aber wenn die Zeit für das Gebet war, ist er zum Gebet gegangen und die Familie hat nichts mehr von ihm gesehen. Schaut mal, subhanallah, dass wir diese Sachen im Einklang bringen. Er hat, alayhi salatu wassalam, im Haushalt geholfen. Wie sieht das aus? Wie hat er im Haushalt geholfen? Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. So heißt es in einer anderen Überlieferung, als Aisha radiallahu anha gefragt wurde, ma kana ya'malu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi bayti, was hat der Prophet sallallahu alayhi wasallam, der Gesandte Allahs, in seinem Haus gemacht? Qalat kana basharan min al-bashar. Er war, alayhi salatu wasallam, ein Mensch wie jeder andere. Er war ein Mensch wie jeder andere. Was hat er gemacht? Kana yafli thawbahu. Er hat sein Gewand gewaschen. Oder auch manchmal hat er das genäht. Naam. Wa yahlubu shatahu. Und er hat sein Schaf gemolken. Wa yakhdimu nafsahu. Und er hat sich selber um seine eigenen Sachen gekümmert. Das war der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Dieses hat er nicht gemacht, weil er das machen musste. Denn der Mann ist nicht verpflichtet, im Haus halt zu helfen. Dieses hat er gemacht aus Bescheidenheit, alayhi salatu wassalam. Dieses hat er gemacht, liebe Geschwister, damit er uns beibringt. Und natürlich, was denkt ihr, wenn ein Mann seiner Frau im Haushalt hilft, wird das die Liebe steigern oder sinken? Ich kann mich erinnern, ich war einmal in einem Seminar oder bei einem Vortrag in einer anderen Stadt. Dann hat eine Schwester eine Frage gestellt. Sie hat die Frage gestellt, ist das in Ordnung, wenn ich für meinen Mann eine zweite Frau suche? Ja, was habe ich gedacht? Ich habe gesagt, Alhamdulillah, manche Frauen wollen noch so die Sunna praktizieren und dies und das, bis ich die Hintergründe erfahren habe. Der Hintergrund war, sie wollte ihren Mann endlich loswerden, weil sie 6 Kinder hatte und er hat ihr bei nichts geholfen. Er hat faul auf der Haut rumgelegen und nichts getan. Deswegen sucht sie für ihn eine zweite Frau, nicht, weil sie ihn liebt, im Gegenteil, weil sie ihn nicht mehr liebt.
Möge Allah Azzawajal uns bewahren vor so einem Zustand. Deswegen, ja, Ikhwa, du kannst im Haushalt helfen und sollst auch im Haushalt helfen. Aber es heißt auch nicht übertreiben, ja. Weil es gibt Männer, die werden dann zu Frauen. Das soll auch nicht der Fall sein. Sondern du hilfst, warum? Aus welchem Anlass? Weil das von dir was ist gegenüber deiner Frau? Eine gute Behandlung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ und behandelt sie auf gütige Art und Weise. Wen? Eure Ehefrauen. Eure Ehefrauen. Und wenn du sie entlastest und mit ihr zusammen etwas machst, dann wird das die Liebe zwischen dir und ihr steigern. Und sie wird sehen, dass sie dir nicht egal ist. Und manche, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, sie übertreiben, indem sie ihre Frau wie eine Sklavin zu Hause behüten. Wenn es nach ihm ginge, müsste seine Frau sein Fußwasser trinken, wo er seine Füße drin hat. Und das, liebe Geschwister, ist nicht vom Islam. Subhanallah, der Islam hat die Frauen geehrt. Die kleinen Mädchen hat er geehrt. Und ihr kennt die Überlieferung, als Aisha radiallahu anha Besuch bekommen hat von einer Frau mit zwei Töchtern. Diese Frau mit den zwei Töchtern hatte nichts zu essen. Sie fragte Aisha, ob sie ihr was geben konnte. Was hatte Aisha? Nichts außer einer Dattel. Dann hat die Mutter die Dattel genommen und sie zerteilt und sie wen gegeben? Ihren beiden Töchtern. Sie hat selber nichts genommen, obwohl sie selber hungrig war. Und dann hat Aisha radiallahu anha diese Geschichte, weil sie rührend war, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt und er sagte, derjenige, der zwei Töchter gut aufzieht. Das heißt, er kümmert sich um sie, er passt auf ihre Religion auf, er guckt, er sieht zu, dass diese Töchter nicht einen falschen Weg gehen, so sind sie ein Schutz für ihn vor dem Höllenfeuer. Das ist für die kleinen Mädchen. Für die Frau, Ehefrau, was sagte Allah Azza wa Jal? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Geht mit ihnen in gütiger Art und Weise um. Schaut mal, wie schlimm die Muslime die Frauen behandeln. Subhanallah. Das war ironisch gemeint. Zu den Mädchen sollen wir gut sein. Zu unseren Frauen sollen wir gut sein. Und als der Prophet s.a.w. gefragt wurde, wer hat das höchste Anrecht darauf, eine gütige Behandlung von mir zu bekommen, sagte er, Ummuk. Wer danach? Deine Mutter nochmal. Wer danach? Nochmal deine Mutter. Wer danach? Dein Vater. Die Frau ist geehrt im jungen Alter. Die Frau ist geehrt im Fraualter. Und die Frau ist geehrt, wenn sie eine Mutter ist. Und das ist das, was die wahren Terroristen über uns sagen. Alhamdulillah, unsere Frauen sind geehrt, aber sie mögen es nicht, dass sie bedeckt sind auf den Straßen. Und einer war ganz klar. Sein Name war Wolfowitz, oder wie heißt der? Er ist auf jeden Fall ein Witz. Möge Allah uns bewahren. Der sagte, wir werden die Muslime so lange bekämpfen, bis ihre Frauen auf unseren Tischen tanzen. Er war wenigstens ehrlich. Aber Alhamdulillah, niemand wird auf seinem Tisch tanzen, außer eine Frau, die genauso schmutzig ist wie er. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm mit das vergelten, was er auch im Herzen hat. Allahumma amin. Deswegen, ja Ikhwa, unsere Frauen sind geehrt bei uns im Islam. Und wenn du kannst, helfe deiner Frau. Deine Frau hat auch einen anstrengenden Tag. Wir gehen zur Arbeit, wir arbeiten 6 Stunden, 8 Stunden, die Männer. Dann kommen wir nach Hause und für uns ist das Thema erledigt. Aber die Frau hat keinen 6- oder 8-Stunden-Tag, sondern sie hat was? Ein 24-Stunden-Tag. Und wenn sie kleine Kinder hat, dann ist manchmal die Nacht für sie der Tag und der Tag die Nacht. Deswegen, ja, da soll man barmherzig sein. Da soll man barmherzig sein zu der Frau, denn manchmal kann sie nicht weitermachen und da sollst du ihr auch geduldig zur Seite stehen, auf dass sie auch weiß, dass sie einen Mann an ihrer Seite hat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann, liebe Geschwister, man soll für die Familie ausgeben. Man soll für die Familie ausgeben. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala 'iyalihi." Das beste Geld, den besten Dinar, Dinar ist Geld, was ein Mann überhaupt ausgeben kann, ist für seine Familie. Ist für seine Familie. Das ist die beste Sadaqa, die du geben kannst. Und hier, schaut mal, subhanallah, ist der Mann verpflichtet, für seine Familie zu sorgen? Antwort ja. Aber es wird dir nicht nur geschrieben als Pflicht, dass du deine Pflicht gemacht hast. Was schreibt dir Allah Azza wa Jal auch hier? Ha?
dass du eine gute Tat gemacht hast, eine Sadaqa gemacht hast. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Und was auch immer ihr an guten Taten macht, Allah weiß darüber Bescheid. Wer sonst? Allah Azza wa Jalla weiß darüber Bescheid. Es gibt solche Geizknochen, die kaufen ihrer Familie gar nichts. Er kauft kein Fleisch, sondern nur ein Knochen, da hängt etwas Fleisch, daran dürfen sie riechen. Nicht mal essen. Wallah al-Azim, es gibt diese Leute. Er selber, er geht raus, kauft sich die schönsten Kleider, kauft sich das beste Essen, geht in den besten Restaurants essen. Und was bringt er seiner Familie mit? Das halb verfaulte Essen. Das ist einer, der nicht verstanden hat. Weil hätte er verstanden, wüsste er, dass jeder Cent, den er ausgibt, bei Allah subhanahu wa ta'ala belohnt ist. Wie Abu al-Bara. Ich gehe raus und kaufe meinem Jungen ein Geschenk. Das ist eine Sadaqa. Macht die Absicht? Das ist eine Sadaqa. Ich kaufe meiner Frau ein Geschenk? Das ist eine Sadaqa. Bei dieser Sadaqa kannst du nicht verlieren. Und selbst deine Kinder, wenn sie mal dieses oder jenes möchten, ohne sie auch natürlich übermäßig zu verwöhnen, so kauf ihnen das. Sie lieben es und haben eine Freude, wenn du auch in der Sache jetzt nicht den Riesensinn siehst. Ich meine jetzt ein Kind. Ja? Was willst du einem Zweijährigen kaufen? Ein Quizspiel oder? Der ist 2 Jahre, Yachi. Das heißt, der spielt mit dem Auto. Der spielt mit dem Auto. Und am liebsten ein Spielzeugauto, wo er sich noch reinsetzen kann. Der mag so etwas. Begleite ihn. Mach ihm die Freude. Und schaut mal, subhanallah, ein Kind, wenn er etwas bekommt, sei es auch etwas Kleines, das muss nichts Großes sein, dann siehst du ihn, wie er sich freut. Alleine diese Freude teilst du. Wenn du auch keine Belohnung von Allah Azza wa Jalla bekommen würdest, diese Freude alleine in den Augen deiner Kinder, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ist schon etwas sehr Schönes. Daher, ja Ikhwa, man soll nicht geizig sein, man soll aber auch nicht verschwenderisch sein. Aber Alhamdulillah, unsere Religion hat uns immer den Weg der was beigebracht. Der Mitte, weil das der beste Weg ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Dann haben wir etwas Zeit für Fragen bi'idhnillah as-sami' al-alim. Wenn es Fragen gibt, erstmal zum Thema, das wäre gut, bi'idhnillah ta'ala, damit wir das auch im Unterricht mit drin haben. Na. Auch die im Internet können auch gerne ihre Fragen stellen. Tfadal. Fika Bakla. Ist das auch Sadaqa, wenn ein Mann spendet für seine Eltern? Ist das eine Sadaqa, wenn ein Mann für seine Eltern spendet? Ein Mann ist verpflichtet für seine Eltern. Ein Mann ist verpflichtet für seine Eltern. Sogar darf ein Mann seinen Eltern keine Zakat geben. Warum nicht? Weil er für sie verpflichtet ist. Aber wird er belohnt, wenn er dieser Pflicht nachkommt? Natürlich, er wird belohnt. Walhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal sagt, und ihr macht nichts von Gutem, außer dass Allah Azza wa Jal darüber Bescheid weiß. Na. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك